Das andere Thema ist mein eigener Server. Und guten Tag wünsche ich euch und willkommen wieder zum Megaprojekt. So, heute habe ich wieder einiges zu erzählen. Ich habe mir echt angewöhnt, jetzt im Megaprojekt immer über alle möglichen Sachen zu reden. Was findet ihr eigentlich davon, wenn ich im Megaprojekt... Was findet ihr davon? Wo hast du Deutsch gelernt, Simon? Ich meine, was haltet ihr davon, wenn ich das Megaprojekt immer dafür nutze, so verschiedene Themen anzusprechen und so weiter und so fort. Ich habe mir heute ein paar Themen aufgeschrieben. Die heißen einmal zum Thema Megaprojekt NoDop, dann Community, eigener Server, Pläne und den Rest sage ich jetzt auch nicht. Das sind die Themen für heute und ja, weiter geht's. Oh, Dena hat sein Dach gebaut. Dena, was geht bei dir ab? Party? Party all night long? Okay. Ja. Gut, hier sieht es ja schon mal schön aus in der Stadt, in der City. Oh, Gomm hat auch sein Dach gebaut. In der Big City. Warum hat der komische Knüppelchen auf seinem Dach? Was ist da los? Bei Gomm, was ist da los? Okay. Bei uns geht es jetzt erstmal fleißig weiter. Habe ich was zu essen? Nicht so viel. Habe ich... Getreide? Jo, habe ich. Hui. So. In der letzten Folge haben wir diesen kleinen Bunker hier gebaut. Ich mache jetzt ein paar Brote. Brote. Dim. 15. 20 kriege ich über 20 hin? Ne, kriege ich nicht. Aber 17 kriege ich. 18 kriege ich über hin. Ja. So. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir auch mal wieder an weiterzubauen und mit dem ersten Thema. Das erste Thema ist NoDop bei Megaprojekt. Die Themen sind jetzt dadurch entstanden, dass ich immer sehr, sehr viele Kommentare mit dem Thema bekomme. Und ich weiß nicht, ob andere Leute darauf eingehen, weil ich glaube, das Kommentar kriegen viele. Aber mir ist es ja sehr wichtig, was ihr euch so denkt und was ihr so fühlt, eure Sorgen. Ja? Deswegen nehme ich auch gerne eure Themen hier auf. So, also, viele schreiben, warum holt ihr mir NoDop mich ins Megaprojekt? Oder noch besser, Leute schreiben mich an. Ey, jetzt hol NoDop ins Megaprojekt. Wir können mal drüber diskutieren, bla bla bla. Ey, ohne Witz, ich habe schon so oft in den Kommentaren geschrieben, ich habe wirklich überhaupt nichts gegen NoDop. Und von mir aus könnt ihr beim Megaprojekt mitmachen. Aber, wie gesagt, oh, ein Skelett in meinem Haus. Was soll das? Hey. Stirb, Kartoffel. Okay. Ich habe schon so oft gesagt, ich habe nichts gegen NoDop und von mir aus könnt ihr beim Megaprojekt mitmachen. Aber es ist eine Gruppenentscheidung. Und genau aus dem Grund, werden wir gleich zum nächsten Thema kommen, mit der Community gibt es da ein paar Probleme. Also, wir sind mittlerweile über 10 Leute, weit über 10 Leute. Und es gibt immer jemanden, der sagt, okay, vielleicht wäre diese Person jetzt momentan noch keine gute Idee oder vielleicht wäre diese Person auch momentan keine gute Idee. Gerade aus dem Grund, weil es halt schon Probleme gegeben hat. Zum Beispiel, Broken Sums haben ja von Tim dieses Ding abgebaut und es werden hier irgendwie Schilder platziert und es werden hier Gesten platziert und so. Es gibt momentan also ein paar Sorgen von Menschen, Menschen, die haben sozusagen die Sorge, dass hier dass es ein bisschen drunter und drüber geht. Und NoDop ist ja dafür schon etwas bekannt, dass er gerne mal Scheiße baut, auf gut Deutsch gesagt. Wie zum Beispiel jetzt in seinem MC Beef, wo die Regeln irgendwie nicht beachtet wurden, da hat er in so einem Gedächtnisspiel hat er einen Screenshot gemacht und wurde deswegen aus dem Turnier entfernt. Ich weiß gar nicht, also von mir aus war, ich glaube Freaks Let's Play oder irgendwie so, ich hab da selber nichts mit zu tun gehabt. Aber genau solche Sachen sind halt im Megaprojekt richtig schwierig, denn das Megaprojekt geht komplett um Vertrauen. Hier gibt es gar keine protected Grundstücke. Hier gibt es nichts, was irgendwie die Grundstücke schützt. Und deshalb ist es halt ganz wichtig. Oh, hier geht es schon alles zu. Deswegen ist es halt ganz wichtig, dass man dem anderen vertrauen muss. Aber gut, brauch ich. Also, Moment, hier das Eichenholz. Wo habe ich denn Eichenholz? Hey. Scheiße. Habe ich kein Eichenholz mehr? Wird Birkenholz jetzt kacke aussehen, weil ich da schon Eichenholz habe? I don't know. Ich probier's mal aus. Hoppala. Und genau das ist das Problem. Genau das ist... Oh, scheiße. So. Genau das ist das Problem. Das halt... Oh. Manche Leute halt die Sorge haben, wenn NoDop ins Projekt kommt, dann könnte es vielleicht zu Problemen führen, die jetzt momentan auch nicht gerne gesehen sind. Warum bei Broken Sums sich keiner beschwert hat,
Das weiß ich doch nicht. Aber ihr wisst ja wohl, dass ich mit Broken Sums gut Kontakt habe und auch mit Nolab nichts, keinen Streit habe oder so. Und deswegen sag ich gegen niemanden was. Und dann Leute, die dann kommen und sagen, ja, voll gemein, Broken Sums kommen ins Projekt, obwohl die sich nicht benehmen können, aber Nolab nicht, dann seid ihr bei mir in der falschen Adresse einfach, das ist das Problem. Ich weiß nicht, ob das schön ist, aber keine Ahnung. Ich glaube, das sieht sogar besser aus als das Dunkle. Sieht echt besser aus. Sieht viel, oder? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Ich muss sowieso heute ein Jetpack und diese Long Fall Boots craften. Die gebe ich Concrafter zurück, weil der Arme sonst weint. Moment. Long Fall Boots. Eisen, zwei Diamanten. Oh, es sind schon vier Diamanten, die dann drauf gehen. Okay, egal. Ich habe den zwar nicht in der Stadt getötet und so, eigentlich, also ich müsste dafür keine Strafe bekommen oder so, weil auch so viele schreiben Gefängnis und so ein Scheiß, aber ich mache das gerne, also ich gebe ihm die Sachen gerne wieder, weil es halt ein Versehen war. So, wo habe ich denn hier noch das, was ich brauche? Diamanten? Hä? 21? Okay. Waren das nicht mal mehr? Ich weiß es nicht. Obsidian. Obsidian, Totem. Nein. Hä? Ich brauche gar kein Obsidian für die Stiefel, oder? Doch, ein Obsidian. Pro Schüchen. Hab ich hier Obsidian? Obsidian. Ich gucke einfach in alle Truhen zweimal rein. Vielleicht kommt dann plötzlich mehr Obsidian dabei heraus. Ist hier kein Obsidian oder bin ich mal wieder blind? Obsidian! Ja geil, ich feiere das. So, deswegen, hört auf, mich damit anzumachen. Ich bin weder gegen Broken Sums, das wissen ja wohl wahrscheinlich alle, noch bin ich gegen Nodop. Nur bin ich nicht der Alleinige, der es entschieden hat. Ich habe zwar das Megaprojekt sozusagen erfunden, aber ich habe genauso viel zu sagen wie alle anderen auch. So, Long Fall Boots. Sind schon mal vier Diamanten draufgegangen. So, die kriegt der Conny. Dann ein Jetpack, das mache ich ihm noch. Und am Wochenende, wenn spielen wir eine Runde zusammen, dann gebe ich ihm noch ein paar schöne Sachen. Ich wollte ja eigentlich gar nicht, dass er stirbt. Sonst hätte ich ja nicht extra die Rettungsaktion gestartet. Glowstone Stop, Badbox, Advanced Circuit. Lapis, Redstone, okay. Okay, nochmal. Nein. Bauen wir eben kurz das Jetpack. Ich bin halt nicht so multitasking-fähig. Auf jeden Fall wollte ich euch nur mit dem ersten Thema sagen, hört auf, mich mit Nolab, also das irgendwas mit Nolab zu sagen, weil ich habe damit nichts zu tun. Also ich bin nicht gegen Nolab. So, Kabel, Redstone, Refined Iron. Okay, Refined Iron. Redstone, Refined Iron. So. Kabel. Redstone. Zack. So. Jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir dann noch Lapis, Redstone und Glowstone-Staub. Glowstone-Staub, Lapis und Redstone. Lapis. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das kommt anders. Ich glaube, das Redstone kommt so. Ja. So. Weiter geht's. Dann brauchen wir nochmal hier eine Bedbox, Holz und E-Batterien. Wir machen nochmal E-Batterien. Eine RE-Batterie. Tintin, mit so Redstone ein Kabel. Davon brauchen wir drei Stück. Okay, nochmal kurz gucken. Tintin, Redstone, ein Kabel. Tin. Zwei Redstone und ein Kabel. So. Dann haben wir auch das Jetpack auch schon wieder jetzt fast. Jetpack. Braucht es gar keinen Diamanten? Ne, ich glaube nicht. Holz und nochmal das. Holz. Kabel. Ich hab schon wieder vergessen. Ach ja, und die Batterien. Logisch. So. Jetzt haben wir eigentlich alles. Ja, haben wir alles. Jetzt wird es so reingepackt.
Jetzt wird es so reingepackt. Jetzt habe ich schon wieder die Hälfte vergessen. Glowstone, Glowstone. Kabel, Kabel? Nee. Ach so, die Bedbox. Wofür habe ich den denn überhaupt gemacht? Doof wie doof, Mann. So. Einmal ein voll aufgeladenes Jetpack für den Conny. Plus Long Forboots. Damit er auch mal wieder ein bisschen rumfliegen kann. Das wäre ja unmenschlich. So, okay, also zum Thema Nodop und auch das gleiche Thema ist auch, ob Zuschauer mitspielen können. Am Anfang habe ich das mehr, ich habe das Mega-Projekt ja sozusagen erfunden. Ich habe das ja alles geplant. Doch, wenn mehr Spieler zukommen, kommen natürlich auch mehr Meinungen dazu. Und es sind halt viele dafür, dass es halt noch, dass wir auch auf jeden Fall warten damit, bevor Leute auf den Server kommen. Genau aus dem gleichen Grund wie zum Beispiel jetzt an, ne, dass halt, was man auch nicht genau vertrauen kann, was abgeht und dass noch viele Leute auf der Warteliste stehen. Generell werde ich aber jetzt nicht ausschließen, dass es nicht passieren kann, dass Zuschauer auf den Server kommen. Also irgendwann, dass die Community auch mit involviert wird. Aber trotzdem, Leute, pisst euch nicht bitte ins Hemd, wenn ihr mal ein bisschen warten müsst. Ich mach mal direkt eine Truhe und ein Schild und schreib ihm dann hier, bitteschön. Pisst euch bitte nicht ins Hemd, wenn ihr nicht sofort irgendwann ins, also wenn ihr, oh, schreiben Leute, ich will mitspielen, voll scheiße, am Anfang wurde gesagt, es wollen mitspielen, ja, schön, am Anfang habe ich nicht gewusst, dass irgendwie jeder denkt, hier Regeln aufzustellen und so, naja, jetzt ja momentan wieder eine Regel in Planung. Das ist einfach so, das ist unser erstes Mal, dass wir sowas machen, so ein Gemeinschaftsserver. Und deswegen müsst ihr auch Verständnis dafür haben. Und Leute, die dann sowas sagen wie, oh, das ist schon wieder eine neue Regel. Das Problem ist, man kann es nicht allen recht machen. Leute überlegen jetzt, ob es eine Regel gut wäre, wo man halt sowas macht wie, dass man, Moment, eine Regel, dass man, ach verdammt, ich mache eine eigene Kiste, damit der Conny nicht hörte. Wo ist denn die Workbench? Da. Eine Regel, dass man halt außerhalb der Stadt irgendwie Grundstücke mieten kann für solche größeren Projekte, ja. Aus dem Grund. Okay, warte mal. Ich pack's hier rein. Nee, das sieht er nachher nicht. Ich pack's. Ich pack's einfach hier übers Bett. Hier hinter das Bett pack ich's. Hier. Hier. Jetpack plus Longfall Boots. Liebe Grüße, Simon. So, da hat der Conny ein Jetpack, Longfall Boots und dann hat er erstmal, kann er erstmal wieder fliegen. So, jetzt die Sache, Moment, ich muss kurz was machen. Jetzt die Sache, das sind nicht Regeln, die ich mir ausdenke, weil alle kommen mit den Regeln irgendwie unter meinen Kommentaren. Ja, Simon, die Regel ist scheiße und so. Leute, ey, ohne Witz, ich versuche das so geil wie möglich zu machen, dass es halt für alle Zuschauer und für die Beteiligten geil ist, aber ich kann es nicht alleine entscheiden, bla bla bla. So, und deswegen die Sache halt. Deswegen sind viele unzufrieden, beziehungsweise auch Zuschauer, die dann immer sagen, okay, das passt mir nicht, dann möchten andere Leute das so, andere möchten anders. Man kann es nicht jedem recht machen, ist einfach so. Okay, das andere Thema ist, worauf vielleicht jetzt schon viele gewartet haben mit diesem Video, ich kam ja wieder nicht zum Thema. Das andere Thema ist mein eigener Server. Da es mir einfach viel zu lange dauert und ich unbedingt einfach gerne mit der Community spielen möchte und ich eigentlich das Mega-Projekt halt deswegen mal aufgemacht habe, um halt gemeinsam mit allen möglichen Leuten zu spielen, werde ich jetzt ein neues Projekt starten. Beziehungsweise einen Server. Ich werde einen eigenen Server starten, sobald Nitrado mir den sponsort. Und ich weiß noch nicht, ob ich ihn für alle zugänglich mache. Ich weiß nicht, ob der dann dauerhaft crasht, weil ihr müsst euch überlegen, bei 120.000 Abonnenten, da geht jeder Server in die Knie und ich möchte keinen Server, für den man Geld bezahlen muss, also so, dass ihr dafür Geld bezahlen müsstet, weil zum Beispiel sowas wie Hive oder zum Beispiel jetzt solche Server, Netzwerke, wo man halt Premium kaufen muss und sowas, das finde ich total scheiße, also das muss halt sein, weil es geht nicht anders, aber ich finde es für mich selber, ich möchte sowas nicht machen, wenn, dann werde ich mal auf so einem Server mitmachen, also zum Beispiel auf so einem Server wie Hive oder Heavy War, werde ich mal, ja, sozusagen auch mitmachen, also dass ich da auch viel, ja, mich einbringe, auch eigene Spielmodi entwickle und sowas in der Richtung, also mir Ideen dafür einfallen lasse. Und aber ich werde keinen eigenen Server machen, für den man Geld bezahlen muss, weil ich finde das einfach nicht cool. Ich möchte von meinen Abonnenten kein Geld haben. Das finde ich einfach nicht cool. Aber ich möchte einen eigenen Server machen, das wird einfach ein ganz normaler City-Build-Server. Ihr könnt jetzt mal entscheiden, ob es auch Vize-Beast sein soll, also so wie es Mega-Projekt, dann nennen wir es auch irgendwie so ähnlich. Oder ob es ein ganz normaler Minecraft-Server sein soll oder was ganz anderes. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Und ja.
Ich würde sagen, ich möchte gerne einen Server machen. Den werde ich soweit machen, sobald ich mit Nitral was geregelt habe, wie groß die mir einen Server machen und so. Also mit viel, wie viel RAM und so. Und ja, dann würde ich gerne einen Community-Server machen für Zuschauer, also für euch alle. Und wo ich auch drauf spielen werde. Also wenn es zeitlich passt, erstmal schön gerülpst. Sehr gut, Simon. Und ja, also ich werde halt. Das sind so meine Pläne. Ich möchte einen eigenen Server machen, auf dem man halt dann machen kann. Dieser RP-Server, den ich mal vorhatte, ist halt einfach auch das Problem mit so vielen Abonnenten, wie ich jetzt habe. Damit habe ich halt nie gerechnet. Damit wird der Server immer crashen. Auch wenn da so Plugins drauf sind und so Rollenspiele und so. Deswegen wissen wir momentan nicht, was wir machen sollen. Also wir müssen entweder auf ein Servernetzwerk gehen, aber ein eigenes Servernetzwerk irgendwie möchte ich nicht. Eher würde ich zum Beispiel bei sowas wie Heavy War oder so mitmachen oder Hive. Aber ja, deswegen machen wir jetzt erstmal einen Dingens-Server. Beziehungsweise ich. Und jetzt, bevor ihr irgendwelche Bewerbungen schreibt für den Server, also ihr könnt euch jetzt schon mal bewerben, wenn ihr möchtet, entweder als Spieler oder als Mod oder als sowas, also ihr könnt euch als Mod oder als Spieler bewerben. Und ich weiß nicht, wenn es eine Whitelist gibt, werde ich erstmal die Bewerbung durchgehen. Aber allerdings werde ich keine Bewerbung, nicht eine Bewerbung durchlesen, die ihr mir in den Privatnachrichten schreibt, sondern ich werde Bewerbungen nur lesen, wenn ihr das schafft, die in die Kommentare zu schreiben. Also, ihr habt in den Kommentaren 500 Zeichen, die euch zur Verfügung stehen. Versucht mit einem Kommentar, also mit 500 Zeichen, euch vorzustellen. Könnt ihr gut bauen? Seid ihr eher so der Typ, der vielleicht Moderator sein möchte auf dem Server? Oder wäre vielleicht für euch beides okay? Oder warum möchtet ihr überhaupt auf dem Server spielen? Habt ihr Lust auf einen City-Build-Server? Habt ihr Lust auf einen Feed-the-Beast-Server? Habt ihr Lust auf einen Open-World-Server, also so einen Server, wo es gar keine Regeln gibt, wo halt auch jeder zum Beispiel griefen könnte? Habt ihr Lust auf einen Server mit Protection, wo man halt seine Häuser und so sichern kann? Worauf habt ihr Lust? Schreibt es in die Kommentare und schreibt eure Bewerbung in die Kommentare. Wenn ihr eine Bewerbung in den Privatnachrichten schreibt, werde ich sie nicht lesen. Und wenn es zu viele machen, werde ich euch blockieren. So viel zu dem Thema, weil ich habe so viele Privatnachrichten, ich kann meine Privatnachrichten nicht mehr lesen. Ich kann leider meine Privatnachrichten nicht mehr lesen, würde es gerne, aber kann es nicht. Deswegen lese ich alle Kommentare, allerdings keine Privatnachrichten. Okay, gut, ich werde jetzt ins Bett gehen und dann logge ich aus. Ich habe heute nicht so viel geschafft, außer für Conny die Sachen zu bauen. Aber ja, ich wollte euch die Botschaft überbringen. Wenn ihr Bock auf den Server habt, dann, ja, kommt, also ich werde jetzt aber die jetzt so schnell wie möglich eröffnen. Der wird ja nicht viel Arbeit brauchen, weil es wird halt kein Server sein, wo viele Plugins drauflaufen, sondern halt nur die nötigsten. Und ihr werdet den Server sozusagen dann bebauen. Und mit mir, also. Aber ja, es wird halt kein. Ihr wisst schon. Den kann man ganz schnell aufmachen, den Server. Ich muss jetzt nur noch gucken, dass ich einen Sponsor habe. Weil, wenn es ein Server mit sehr viel Gigabyte ist, dann gucke ich mal, vielleicht macht die Trado mir dann ein Angebot oder so oder irgendjemand anders. Keine Ahnung. Ja, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, falls ihr da Ahnung habt. Aber schreibt mir bitte nicht in die Kommentare, ich würde dir gerne einen Server sponsern. Sowas mache ich nicht mehr. Ich habe mal von jemandem mir einen Server sponsern lassen und das war der totale Scheiß, weil ich nicht die Kontrolle darüber habe. Ich möchte den Server halt irgendwo hosten lassen und ich möchte die Kontrolle über den Server haben. Okay, das nur zum Thema. Bewerbung in die Kommentare. Und ja, wenn das Video, also wenn ihr die Idee mit dem Server geil findet, dann lasst eine positive Wertung da. Ja, und halt, ja, so mehr positive Wertung da unter dem Video sind, so mehr weiß ich ja, wie viele Leute den Server möchten und so schnell wird es halt alles klappen. Gut, dann bis später. Ciao.